Ich rufe jetzt auf Tagesordnungspunkt 6, Antrag der Fraktion der FDP betreffend Digitalisierung in der Logistik und Verkehrswirtschaft Hessen zum Innovationsführer machen, 65/46/19. Und erster Redner ist Kollege Lenders für die FDP-Fraktion. Frau Präsidentin, meine sehr geehrten Kollegen, die Logistikbranche ist einer der Schlüsselbranchen in Hessen. Wenn wir ein klares Bekenntnis zur Logistik, zum Logistikstandort in Hessen abgeben, sind z. B. 4 von den 5 größten Unternehmen kommen aus der Logistikbranche in Hessen, dann spielt natürlich die Fragen Fachkräftebedarf, Fachkräftemangel. Wir haben keine Lkw-Fahrer mehr in Hessen. Da gehört natürlich der Ausbau der Infrastruktur dazu. Da gehört genauso das große Problem von fehlenden Lkw-Stellplätzen dazu. Meine Damen und Herren, wenn wir aber ein Bekenntnis zur Logistikbranche hier abgeben, dann heißt es natürlich auch, dass wir gerade was die Digitalisierung anbelangt, hier eine Riesenchance haben. Eine Riesenchance haben, hier auch die Schnittstellen und die Standards zu definieren. Nehmen wir einmal die Lkw-Stellplätze. Es ist heute schon so, dass wir über eine moderne und digital basierte Ausnutzung der vorhandenen Kapazitäten es viel besser hinbekommen, dass wir dann auch genügend Lkw-Stellplätze auf den hessischen Autobahnen anbieten können, sodass die Situation, wie wir sie jetzt im Moment haben, dass Lkw ist am Rande stehen, auf dem Standstreifen stehen, teilweise in Abfahrten stehen, was lebensgefährlich ist, nicht nur für die Lkw-Fahrer, sondern auch für alle anderen Verkehrsteilnehmer, dass wir dem auch etwas entgegensetzen können. Meine Damen und Herren, die letzten großen Innovationen, technischen Innovationen, war die Standstreifenfreigabe oder die Telematik, was die Verkehrslenkung anbelangt. Meine Damen und Herren, das ist schon so lange her, das ist noch zu Zeiten von Dieter Posch als Wirtschaftsminister gewesen. Seitdem fehlen die Innovationen hier, was alleine die Verkehrsinfrastruktur und Verkehrslenkung anbelangt. Auch hier, meine Damen und Herren, hat die Hessische Landesregierung die Chancen vertan, etwas dazu beizutragen. Demnächst wird die Steuerung des Verkehrs aus Montabaur passieren, also wie man aus Montabaur das Rhein-Main-Gebiet dann tatsächlich strukturieren und lenken will, da fehlt mir die Fantasie. Ja, meine Damen und Herren, wir haben auch z.B. bei der Lufthansa den größten Logistik-Hub und mit der Fraport den größten Flughafen mit dem größten Anteil an Fracht. Wir sehen immer nur die Passagiere, aber es ist vor allen Dingen der größte Frachtflughafen in Europa. Und wenn ich sage, Standards definieren, dann will ich ein Beispiel nennen. Es gibt einen digitalen Luftfrachtbrief, aber es macht eben auch nur Sinn, wenn die Kette wirklich vom kleinsten Spediteur bis zur Lufthansa, bis zu anderen Verkehrsunternehmen, die Fracht transportieren, reicht. Und, meine Damen und Herren, hier wären wir gut beraten, wenn wir mit den Ressourcen, die wir haben, wir haben das Holm, wir haben die wissenschaftliche Zuarbeit, wir haben die Unternehmen, wir haben die finanziellen Ressourcen, wenn wir hier tatsächlich als Hessen auch die Schnittstellen definieren und die Standards setzen, und zwar international. Das wäre ein Beitrag wirklich vom Land Hessen zur Digitalisierung in der Logistik. Meine Damen und Herren, was uns in einem Gutachten noch sehr stark beschäftigt hat, ist die City-Logistik. Also, wie können wir es schaffen, bei zunehmenden Paketdiensten überhaupt noch so etwas sicherzustellen, dass Sie, wenn Sie bei einem Onlinehändler etwas bestellt haben, dass tatsächlich auch das Paket dann irgendwo auch noch zeitnah ankommt, ohne dass wir die Innenstädte mit Logistik verstopft haben? Ja, seit gestern wissen wir natürlich auch, dass die Landesregierung mit streckenbezogenen Fahrverboten jetzt selber rechnet für die Stadt Frankfurt, für Darmstadt. Sie haben zwar nicht gesagt, Sie haben sich ja lange genug darum herumgedrückt, da mal tachlis zu reden, aber seit gestern ist ja die Katze aus dem Sack. Also, Sie wollen auch für Frankfurt Fahrverbote. Das ist so Ihre Antwort darauf. Es drohen Fahrverbote, also biete ich selber welche an.
Meine Damen und Herren, also hier wären wirklich moderne Techniken gefordert, um auch hier, was die Logistik anbelangt, Paketboxen, Lastendrohnen, Testfelder zu schaffen, wo wir moderne Angebote machen können, um auch Logistik zukünftig in der City sicherzustellen, die Flächen zur Verfügung zu stellen, aber nicht einen kompletten Individualverkehr zum Erliegen zu bringen. Ich meine, dass das irgendwo scheinbar die Absicht ist mit den Fahrverboten, die jetzt die Landesregierung ja selber hier vorschlägt. Meine Damen und Herren, das werden wir erleben. Sie müssen ja nur die entsprechenden Straßen sperren. Das kommt dann in Frankfurt am flächendeckenden Fahrverbot gleich, weil Sie einfach diese Stadt zum Erliegen bringen. Das ist halt leider das Problem. Meine Damen und Herren, Digitalisierung in der Logistik verspricht eine ganze Menge. Ich bin mal gespannt, ob eine neue Landesregierung das auch so sieht. Aber Sie haben ja jetzt hier auch Gelegenheit, zu unserem Antrag schon mal Stellung zu nehmen. Vielen Dank. Vielen Dank. Als Nächster spricht Kollege Eckert, SPD-Fraktion. Frau Präsidentin, meine sehr verehrten Damen und Herren! Hessen als Bundesland in der Mitte Deutschlands und Europas mit dem internationalen Flughafen in Frankfurt lebt wie kein anderes Bundesland in Deutschland von, für und mit der Mobilität, Logistik und Verkehr in seiner gesamten Unterschiedlichkeit. Logistik und Verkehrswirtschaft sind unbestreitbar Stärken des Wirtschaftsstandortes in Hessen. Deswegen bildet das Thema Infrastruktur für Lkw, für Zug und Flug natürlich wesentliche Herausforderungen für die Weiterentwicklung der Logistik und Verkehrswirtschaft. Es ist unbestrittener Fakt in diesem Land, meine sehr verehrten Damen und Herren, dass der Landesstraßenbau deutlich unterfinanziert ist. Es ist Fakt, dass Lkw-Stellplätze in Hessen, da wo alle Lkw durchkommen, wenn sie durch die Republik fahren, nicht da sind und Mangelware sind. Und wir haben vor allem Debatten darüber, dass die Landesregierung nicht genau weiß, ob sie neue Straßen, ob sie Umgehungswege haben will oder nicht. Wir sind am Diskutieren, aber tatsächlich umgesetzt wird nichts. All das wird in Hessen nur besprochen, aber es wird nicht umgesetzt, meine Damen und Herren, weil Sie Ihre Hausaufgaben nicht machen. Denn bei all dem, meine Damen und Herren, laufen wir den tatsächlichen Anforderungen von heute und von morgen weit hinterher. Und das Thema Digitalisierung, Kollege Lenders hat es ja mit angesprochen, ist auch nur eines der Infrastrukturthemen, aber eben nicht nur Infrastruktur. Um Linderung beim Lkw-Stellplatzmangel zu schaffen, gibt es z.B. digitale, innovative Ideen und Beispiele, auch in Hessen. Lohfeldener Rüssel sei als Beispiel genannt. Aber auch dann hört es schon auf mit dem Beispiel. Insgesamt können digitalisierte Konzepte zur effektiven und effizienten Nutzung der vorhandenen Platzprobleme lindern und bis zum Zubau eben ein wenig Linderung verschaffen. Meine Damen und Herren, aber darauf immer nur auf andere zu verweisen, ist eben ein bisschen zu wenig, Herr Minister. Insgesamt gilt die Logistik aber als eine der am wenigsten digitalen Branchen, was auf den ersten Blick verwundert. Denn schließlich reden alle über Vernetzung der Lieferketten und vielem anderen mehr. Wir als Kunden wollen und können unsere Päckchen nicht nur in der Vorweihnachtszeit online verfolgen und vieles andere mehr. Aber tatsächliche Digitalisierung in der Verkehrswirtschaft ist eben mehr und etwas anderes. Der Lieferschein in Papierform ist ein Relikt früherer Zeiten und zeigt, wie weit die Wege für digitale Kommunikation in der Logistik heute noch sind. Deswegen ist es richtig, wenn die FDP in ihrem Antrag durchaus beschreibt, dass wir als Land, als Standortpolitik für den Wirtschaftsstandort Hessen aktive und aktivierende Impulse setzen und geben müssen und Konzepte mit vorantreiben sollen, damit tatsächlich dieser wirklich wirtschaftlich wichtige Standort in Hessen weiter vorangetrieben wird und für die Zukunft fit gemacht wird, meine Damen und Herren. Es ist nett, dass die FDP jetzt auch geklatscht hat, weil jetzt kommt das Aber. Ob das aber alles richtig ist, was die FDP im Antrag geschrieben hat, sei einmal dahingestellt. Denn tatsächlich die Beschränkung einseitig auf Plattformökonomie als Innovationstreiber ist vielleicht nicht wirklich das komplette Bild des ganzen Themas beschrieben, meine Damen und Herren. Das gesamte Bereich der kleinen, innovativen Start-ups, aber auch großer, namhafter Speditionsunternehmen, die sich in dem Bereich entwickeln, all das finden sich da nicht wieder. Deswegen ist es aber richtig, dass wir in Hessen da noch einiges zu richten haben, meine Damen und Herren. Denn richtig ist sehr wohl,
Hessen fällt zurück. Hessen fällt im KfW-Gründungsmonitor zurück, was das Thema neue innovative Firmen angeht. Und da kann ich, Herr Minister, das beklagen. Aber ich könnte auch einfach einmal meine Initiativen und Ideen des Landes A überdenken und B weiterentwickeln und mit neuen Ansätzen ausweiten. All das wäre eine Aufgabe nicht nur für die jetzige, sondern auch vor allem für die zukünftige Legislaturperiode, meine Damen und Herren. Über Infrastruktur ließe sich noch viel sagen, über die Frage auch digitaler Infrastruktur. Nicht umsonst haben wir in den letzten Wochen ja auch wieder auf Bundesebene gemerkt, dass einer der größten Bremsklötze, wenn es darum geht, bei der Union zu finden ist, wenn die zuständige Ministerin in Berlin bei 5G-Netzen darüber fabuliert, dass wir das alles nicht an jeder Milchkanne brauchen, wenn selbst Frau Merkel beim Digitalgipfel in dieser Woche beim 5G eher über das Streamen von Filmen redet als über die wirtschaftliche Herausforderung und die Chancen für unser Land, dann zeigt, dass da noch nicht wirklich alles in der Tiefe durchdrungen worden ist, was sich dahinter versteckt. Aber ohne so etwas, ohne tatsächlich miteinander kommunizierende Austausch in der Firma, im Internet der Dinge. Dafür brauchen wir diese infrastrukturellen Herausforderungen, und die gilt es voranzutreiben. Da wäre es eher lieber mehr als weniger, meine Damen und Herren, und aus Hessen ein paar engagierte Wortbeiträge, um das voranzutreiben, damit wir unseren letzter Satz, Frau Präsidentin, damit wir unseren Wirtschaftsstandort Hessen, der stark ist für die Verkehrs- und Logistikbranche, weiter vorantreiben, fit machen für die Zukunft mit allen Herausforderungen, die wir dabei haben. Aber das, was wir als Land zu richten haben, in der Frage der Infrastruktur, aber auch in der Weiterentwicklung des Know-hows, damit die Firmen in Hessen sich digital aufstellen können, ist es notwendig, aktiv in der neuen Wahlperiode zu arbeiten und neue Ideen voranzutreiben. Meine Damen und Herren, ich bin da wenig optimistisch, aber wir kümmern uns darum, dass wir da weiterhin in einem munteren Austausch sind. Herzlichen Dank. Vielen Dank. Kolleginnen und Kollegen, ich möchte auf der Besuchertribüne unseren ehemaligen Kollegen Michael Reuter begrüßen. Herzlich willkommen, Michael. Als Letztes spricht Kollegin Kinkel für Fraktion Bündnis 90 Die Grünen. Frau Präsidentin, sehr geehrte Damen und Herren! Wenn man auf der Deutschlandkarte von Nord nach Süd und von Ost nach West Verbindungslinien zieht, dann kreuzen sich diese beiden Linien in Hessen, in Nordhessen, genauer gesagt in Besse, einem kleinen Ort im Schwalm-Eder-Kreis. 4.000 Einwohner, habe ich gehört. Das geht. Jetzt ist Besse nicht gerade der Verkehrsknotenpunkt Deutschlands, nur weil er in der Mitte liegt. Aber der wichtigste Verkehrsknotenpunkt in Deutschland ist auch in Hessen, in Südhessen. Und man kann seit dem Mittelalter, seit die alten Handelsstraßen sich hier kreuzten, sagen, an Hessen führt kein Weg vorbei. Das hat sich bis heute nicht verändert. Allerdings geht es nicht mehr nur um den Transport von Waren und Gütern. Es geht bei dem Thema auch um die Frage, wie wir unseren Verkehr und unsere Mobilität organisieren, also ganzheitlich. Es geht vom Fußgänger bis zur Lkw-Fahrerin, vom Lastenrad bis zum Sammeltaxi. Mobilität und Verkehr haben nicht nur positive Seiten. Lärmbelastung muss berücksichtigt werden, und mehr Straßen bedeuten auch immer mehr Verkehr. Die Anforderungen an die Mobilität der Zukunft sind hoch. Wir brauchen weniger Emissionen, sowohl Lärmemissionen als auch Klimaemissionen. Und sie soll uns dorthin bringen, wo wir hinwollen, und die Waren und Güter nach Bedürfnissen und sinnvoll verteilen. Und dafür, um das zu erreichen, muss vor allem intelligent gedacht und geplant werden. Um das zu erreichen, bieten die Digitalisierung, bieten Innovationen allgemein große Chancen. Und deshalb hat die Landesregierung ja auch die Technologie- und die Innovationsaktivitäten des Landes Hessen unter der Dachmarke Technologieland Hessen neu aufgestellt in den letzten Jahren, um eben eine Innovationskultur in Hessen zu verankern. Und eines der Kompetenzfelder, in denen dort sehr erfolgreich gearbeitet wird, ist das Cluster Mobilität und Logistik, wo genau solche Fragen auch diskutiert und erarbeitet werden. Außerdem gibt es seit letztem Jahr, seit 2017, den Innovationskongress, auf dem sich unterschiedlichste Akteure in Hessen gemeinsam über Innovationsfähigkeit von Märkten, von Branchen und von Regionen austauschen und vernetzen.
Der letzte fand vor ungefähr 2 Wochen statt, unter dem Motto »Alles bleibt neu«. Sehr geehrte Damen und Herren, Digitalisierung ist eine Chance für die Verteilung von Waren, gar keine Frage. Deshalb gibt es hier viele Aktivitäten der Landesregierung, um die Umsetzung und den Transfer von Wissenschaft in Praxis zu unterstützen. Zum Beispiel werden die eben auch schon angesprochenen intelligenten telematischen Parksysteme von Hessen Mobil geprüft und unterstützt, wie z.B. das Kolonnenparken. Das hat auch einen ökologischen Mehrwert, weil es zu mehr Lkw-Parkplätzen führen kann, ohne einen Quadratmeter zusätzlich Fläche versiegeln zu müssen. Intelligente Verkehrskonzepte und digitale Vernetzung reduzieren Staus schon heute, wenn wir an die Lenkung der Verkehrsströme oder das Baustellenmanagement denken. Die Stauzahlen in den letzten Monaten waren ja durchgängig rückgängig. Und in Zukunft ist vor allem das Veränderungspotenzial durch autonomes Fahren riesig. Und das übergeordnete Ziel muss immer sein, wir wollen bis 2050 klimaneutral sein. Und dazu muss eben auch der Verkehr und die Logistik einen wesentlichen Anteil leisten. Dazu helfen auch schon einmal ganz analoge Dinge, wie z.B., dass wir mehr Güterverkehr auf die Schiene bringen. Dafür muss natürlich auch die Kapazität auf den Schienen da sein. Oder auch ganz analog, dass wir den Güterverkehr verlagern auf die Binnenschifffahrt und damit die Straßen entlasten. Die Landesregierung ist bei all diesen Maßnahmen erfolgreich und wird das auch weiter verfolgen. Sehr geehrte Damen und Herren, ich will aber noch etwas allgemein zum Güterverkehr sagen. Wir wollen, glaube ich, hier alle nicht, dass der Einzelhändler schließt und unsere Innenstädte aussterben, weil alle Kunden und Kundinnen nur noch Online-Shopping betreiben. Ich erinnere mich an der Stelle gut an die Debatten über den verkaufsoffenen Sonntag, die wir ja immer mal wieder führen. Aber vielleicht ist es auch ganz normal, bald in Zukunft, dass wir auch Lebensmittel über das Internet bestellen. Das wird zu mehr Logistikverkehr führen und möglicherweise zu einer Schließung von Lebensmittelläden. Und deshalb müssen wir uns als Politik auch immer gut überlegen, wie komfortabel, wie günstig und wie attraktiv wir die Rahmenbedingungen für den Güterverkehr machen. Der Lebensmittelmarkt vor Ort bekommt es ja auch nicht von der öffentlichen Hand bezahlt, dass er Parkplätze vor seinem Geschäft baut, sondern muss dafür natürlich selber aufkommen. Und deshalb ist es auch den Lkw-Fahrerinnen und Fahrern bzw. den Logistikunternehmen zuzumuten, dass sie kostenpflichtige Rastplätze nutzen. Sehr geehrte Damen und Herren, Hessen ist ein gutes Beispiel für nachhaltige Mobilität. Die Landesregierung ist dabei, die Chancen der Digitalisierung für das Erreichen der Verkehrswende zu nutzen. Wir haben in den letzten Jahren gezeigt, dass die Richtung stimmt. Unbestritten gibt es immer noch mehr zu tun, und das packen wir auch an. Vielen herzlichen Dank. Vielen Dank. Als Nächster spricht Kollege Caspar, CDU-Fraktion. Frau Präsidentin, meine Damen und Herren! Ich knüpfe an meine Kollegin von eben an. An Hessen führt kein Weg vorbei. Ja, wir sind stolz in Hessen darauf, dass wir in Deutschland, in Europa die Verkehrsdrehscheibe Nummer 1 sind. Denn wir sehen Verkehr nicht als Belastung, sondern wir sehen Verkehr als eine Dienstleistung, die gewünscht wird von den Menschen, deswegen wird sie ausgeübt, sei es, dass Personen sich von einem Ort zum anderen bewegen wollen, sei es, dass Personen Waren sich bestellen oder Waren in Geschäften kaufen. Und deswegen ist es eine Dienstleistung, die von vielen Menschen erbracht wird, ein bedeutender Wirtschaftszweig für Hessen. Denken Sie alleine daran, dass in der größten Stadt in Hessen, in Frankfurt am Main, mehr Menschen beschäftigt sind im Bereich Verkehr und Logistik als z.B. in der Finanzwirtschaft oder in dem Kreditwesen. Sie sehen daran, welche herausragende Bedeutung dieser Dienstleistungssektor für Hessen hat. Und weil das so ist, engagiert sich natürlich auch die Regierungskoalition und die Landesregierung sehr dafür, dass die Rahmenbedingungen für den Verkehr in Hessen, für die Logistik in Hessen besser werden und ständig besser werden. Und das fängt damit an, dass Infrastruktur ausgebaut wird, mit so viel Geld wie noch nie, in einem Umfang wie noch nie. Und es geht weiter, dass als Beitrag dafür, um Infrastruktur effizienter zu nutzen, wir die Digitalisierung ausbauen
und zwar auch in einem sehr engagierten Maße. Denken Sie als Vorreiter und Ideenlieferant an das Holm und viele Projekte, die umgesetzt werden und die sicherlich auch der Verkehrsminister nachfolgend noch darstellen wird. Meine Damen und Herren, insoweit ist Hessen sehr gut aufgestellt. Und die Regierung, glaube ich, ergreift hier die notwendigen und richtigen Maßnahmen, um unser Land voranzubringen. Meine Damen und Herren, ich darf noch, weil es vermutlich meine letzte Rede im Hessischen Landtag heute ist, Ihnen allen dafür danken, dass Sie auch mit mir den Austausch gepflegt haben, sei es in Ausschusssitzungen, sei es hier im Parlament. Es hat mir immer sehr viel Vergnügen gemacht, diesen Austausch zu pflegen, die Argumente ernst zu nehmen. Und wenn ich einen Wunsch für die Zukunft haben kann, dann den, dass Sie als zukünftige Abgeordnete und der zukünftige Hessische Landtag mit noch mehr Selbstbewusstsein diese Rolle annimmt. Denn parlamentarische Demokratie ist etwas herausragend, etwas Herausragendes. Sie führt die Menschen zusammen, sie ermöglicht den Diskurs, und sie trägt dazu bei, dass Menschen zusammenkommen und Vertreter des Volkes hier zusammenkommen, um die Gesellschaft zusammenzubringen, um das Ganze in den Vordergrund zu haben. Und ich finde, in der öffentlichen Diskussion wird zu wenig wahrgenommen, welche Bedeutung gerade diese parlamentarische Demokratie hat. Es wird oft gesprochen über Bürgerentscheid und Bürgerbegehren. Aus meiner Erfahrung muss ich sagen, das sind primär und oft Einzelinteressen, die dort artikuliert werden. Aber wenn es darum geht, dass das Große und Ganze erarbeitet wird, kann das ein Parlament am besten als Vertreter des Volkes. Ich glaube, der Hessische Landtag kann stolz auf diese Arbeit sein. Und ich wünsche Ihnen für die Zukunft alles Gute. Vielen Dank, Kollege Caspar. Als Nächstes spricht Kollegin Wissler, Fraktion DIE LINKE. Frau Präsidentin, meine Damen und Herren! Es ist gut, dass wir am letzten Plenartag dieser Wahlperiode und kurz vor dem großen Geschenkefest mal über die Logistikbranche reden, gerade weil wir den Lobgesang auf diese Branche, wie er ja im Antrag der FDP enthalten ist, gerade weil wir nicht in diesen Lobgesang mit einstimmen wollen. Ja, es entstehen Arbeitsplätze in der Logistikbranche. Aber was für welche denn? Rund um das Frankfurter Briefzentrum übernachten Tag für Tag Menschen in ihren Lieferwagen, Lkw-Fahrer kampieren auf Autobahnparkplätzen und warten fern der Familie auf den nächsten Auftrag. Bei DHL, Hermes und Co. machen sich regelrecht kriminelle Strukturen in den Subunternehmerketten breit. Menschen aus Rumänien und aus Moldawien arbeiten dann beispielsweise als selbstständige Subunternehmer selbstständig für Hermes für 70 Cent pro Paket oder 500 € pro Monat. Und das alles, meine Damen und Herren, das sind doch keine Innovationen. Das ist doch einfach pervers. Und das hat uns natürlich als Hessischer Landtag zu interessieren, denn diese Zustände sind vollkommen untragbar. Und an der Stelle zu empfehlen, der Jan Böhmermann hat ja dem Thema gerade ein neues Arbeiterlied gewidmet, die Versandsoldaten, wo er ja in einer schönen Art und Weise darstellt, wie schlimm die Zustände sind. Also das als kleine Empfehlung. Die von der FDP gepriesenen Innovationsführer Amazon, Uber, die nennen Sie ja beide namentlich auch, aber auch Dinge wie Deliveroo und Lieferando und Co., die sind nicht die Lösung, sondern die sind das Problem. Denn der große Teil dieser hochgelobten Start-ups, nicht nur in der Logistikbranche, eint doch ein Prinzip. Das ist die sogenannte Skalierbarkeit, also eine weitgehende Automatisierung des Geschäftsmodells, das schnell beliebig groß aufgezogen werden kann. Und deswegen scheuen all diese Firmen festangestellte Menschen wie der Teufel das Weihwasser, sondern beschäftigen lieber flexibel Subunternehmer und angebliche Selbstständige für Pauschal- und Akkordbeträge.
Und dieses Prinzip der Auslagerung des unternehmerischen Risikos auf die Mitarbeiter, der zieht sich doch wie ein roter Faden durch diese gesamte Branche. Das betrifft die angeblich selbstständigen Fahrer bei den illegalen Uber-Taxis oder die angeblich selbstständigen Pizzafahrer von Deliveroo oder auch Amazon versucht mit Amazon Flex schon auf dem Gebiet der Auslieferung sogenannte Freizeitpaketfahrer zu beschäftigen und dass auch die Amazon-Beschäftigten in den Versandzentren zum Teil wie ein Stück Technik behandelt werden. Ich glaube, darüber haben wir schon mehrfach hier gesprochen. Das zeigt doch auch der jahrelange Arbeitskampf, nicht nur in Bad Hersfeld. Dort haben die Beschäftigten gerade vor Kurzem am Black Friday wieder gestreikt. Und sie haben unsere volle Unterstützung beim Kampf um einen Tarifvertrag, meine Damen und Herren. Und Amazon ist auch der mit Abstand größte Kunde, beispielsweise der Posttochter DHL. Und auch hier findet natürlich ein Druck, ein Preisdruck statt, dass die Deutsche Post, die übrigens noch zu einem Fünftel der öffentlichen Hand gehört, sollte man auch mal daran erinnern, versucht, sich den alten Posttarifverträgen zu entledigen, Neueinstellungen nur noch bei den billigen DHL-Delivery-Töchtern und als Servicepartner, das heißt als Subunternehmer, werden Menschen eingestellt. Das ist auch, natürlich ist das auch ein Problem. Und das Lob erneut auf den Flughafenausbau, der natürlich im FDP-Antrag auch nicht fehlen darf, den Flughafenausbau haben wir immer abgelehnt. Wir finden es nicht richtig, immer mehr Verkehr, immer mehr Wachstum auf der Straße, in der Luft zu fordern, weil immer mehr Verkehr bedeutet eben nicht mehr Lebensqualität und mehr Mobilität für die Menschen, sondern für viele Menschen bedeutet das Belastungen, das bedeutet Flächenverbrauch, es bedeutet Lärm und es bedeutet Schadstoffe. Deswegen brauchen wir auch Konzepte zur Verkehrsvermeidung und Verkehrsreduzierung, zur Förderung von regionalen Wirtschaftskreisläufen, statt sich zu freuen, dass immer mehr Güter über die Straßen und in der Luft transportiert werden, meine Damen und Herren. Wenn man Hessen zum Innovationsführer machen will, dann nicht im Wettlauf um das perfideste Geschäftsmodell und die perfekteste Ausbeutung. Hessen sollte Vorreiter werden für gute Arbeit und für eine sozialökologische Wende in der Logistik. Und dazu müssen natürlich die Strukturen für die Beschäftigten verbessert werden, Verkehrskonzepte entwickelt werden. Und an der Stelle, wo die FDP ja recht hat, ist ja an der Stelle, dass wir Lösungen brauchen für die Paketfeinverteilung, gerade in den Städten, gerade Stichwort Diesel. Aber das Problem ist doch gerade, dass Sie ein Problem lösen wollen, das Ihre Ideologie doch selber erst befördert hat. Weil früher, in Zeiten des alten Postmonopols, er hat nun einmal ein Postauto ist in eine Straße gefahren und hat dort alle Pakete ausgeliefert. In Zeiten der Liberalisierung fahren eben 3 bis 5 Autos in dieselbe Straße, liefern Pakete aus und parken die Radwege zu. Und das ist doch gerade das Problem, das Sie hier versuchen zu lösen, hat diese ganze Liberalisierungsideologie doch überhaupt erst geschaffen. Es war eine gute Idee, dass es Kollegin die Paketdienstleistungen zum Schluss nicht liberalisiert waren, meine Damen und Herren. Ich komme zum Schluss. Wir brauchen mehr Kontrollen. Wir brauchen eine Regulierung des Arbeitsmarktes. Das wären Innovationen, die das Land wirklich voranbringen würden. In diesem Sinne wünsche ich eine schöne Weihnachtszeit, vor allem insbesondere denen, die die Geschenke bringen, nämlich die in diesen Tagen unterbezahlt noch mehr durch die Gegend hetzen, als sie das sonst schon tun. Gerade diesen Menschen wünsche ich eine gute Zeit. Vielen Dank. Vielen Dank. Das Wort hat Staatsminister Al-Wazir. Frau Präsidentin, meine sehr verehrten Damen und Herren! Bevor ich zum Thema des Antrags komme, muss ich sagen, Respekt, Respekt, Janine Wissler. Ich habe ja schon einmal gesagt, ich finde es immer wieder erstaunlich, dass es Janine Wissler gelingt, zu jedem Thema, egal was, die gleiche Rede zu halten, wenn auch mit unterschiedlichen Modulationen. Das heißt nicht, dass, bevor mich irgendwer missversteht, dass ich nicht für faire Bedingungen auf dem Arbeitsmarkt wäre, auch und gerade in der Logistikbranche. Auch in der Logistikbranche. Ich persönlich zum Beispiel habe seit Jahren nichts bei Amazon bestellt. Auch die Macht der Verbraucherinnen und Verbraucher ist ja an dieser Stelle ebenfalls mal zu erwähnen. Aber ich glaube an dieser Stelle, dass wir natürlich für faire Bedingungen sind, aber dass es an dieser Stelle auch richtig ist zu erwähnen, und das gehört dazu. Hessen ist eine zentrale Drehscheibe des europäischen Güter- und Personenverkehrs, wird es bleiben. 7 der 10 größten Arbeitgeber gehören in irgendeiner Form der Mobilitäts- und Logistikbranche an in Hessen. Und natürlich haben wir hier eine besondere Aufgabe in diesem Bundesland. Und da geht es natürlich auch um die Frage, wie die Digitalisierung in den nächsten Jahren uns dabei helfen kann, den Herausforderungen zu
begegnen. Wir haben hier nationale und kontinentale Verkehrswege. Wir haben weit überdurchschnittlich belastete Schienen und Straßen. Die Herausforderung ist riesig. Das bedeutet aber im Gegenzug, dass Lösungen, die in Hessen funktionieren, ihren Praxistest auf jeden Fall bestanden haben. Deswegen, meine sehr verehrten Damen und Herren, ist Hessen aus meiner Sicht dafür prädestiniert, Vorreiter der Verkehrswende zu werden. Die Digitalisierung ist ein wichtiger Schlüssel der Verkehrswende mit vielen Chancen für eine schnelle, für eine sichere und für eine klimaschonende Mobilität. Deswegen will ich an dieser Stelle noch einmal daran erinnern, was wir schon gemacht haben. Wir haben in diesem März unsere Hessen-Strategie Mobilität 2035 vorgestellt. Darin ist eines der Fokusfelder Digitalisierung und intelligenter Verkehr. Wenn man sich hochmodernisierte Logistikzentren ansieht, dann kann man schon erahnen, wie Güterverkehr in der Zukunft funktionieren wird, wo Produkte teilweise vollautomatisch von A nach B transportiert werden. Es wird sicherlich noch eine Weile dauern, bis vollautomatisierte Lkw auf hessischen Straßen zum Alltag werden. Allerdings wissen es die meisten Menschen nicht. Hessen Mobil betreibt schon heute auf den Autobahnen A3, A5 und A661 das größte digitale Testfeld für automatisiertes Fahren bzw. die Anwendung der sogenannten K2X-Kommunikation. Wir haben inzwischen das erste überhaupt in Deutschland auf Autobahnen zugelassene vollautomatische Fahrzeug, nämlich eine automatisch fahrende Absperrtafel, die alleine im fließenden Verkehr unterwegs ist. Das ist bundesweit bislang einmalig. Wir haben im Sinne der intelligenten Verkehrssteuerung auf hessischen Autobahnen sehr früh begonnen. Dieser Weg wird weitergeführt. Es ist im August 2018 eine neue Streckenbeeinflussungsanlage auf der A3 zwischen Wiesbadener Kreuz und Frankfurt Süd an den Start gegangen. Das ist einer der am höchsten belasteten Verkehrsknotenpunkte Europas mit allem, was man sich nur vorstellen kann. Erstmalig in Deutschland wird eine Schilderbrücke dieser Anlage mit einer multifunktionalen Anzeige ausgerüstet. Das heißt, es können alternativ inzwischen auch Verkehrshinweise, Umleitungsempfehlungen angezeigt werden. Wer einmal gesehen hat, die Verkehrszentrale Hessen ist jetzt umgezogen ins Holm, von Rödelheim ins Holm. Wer sich das einmal angeschaut hat, das ist sicherlich eine der modernsten Leitzentralen Deutschlands und Europas. Ich will es ausdrücklich sagen, wir wollen in diesem Bereich noch mehr. Künstliche Intelligenz, Intermodalität, auch das ist an dieser Stelle wichtig, weil auch das fällt mir auf. Die Debatte ist sehr straßenbezogen, die wir hier führen. Wenn wir aber über Intermodalität reden, müssen wir uns natürlich Gedanken machen, wie man am Ende die anderen Bereiche dazu bringen kann. Nicht nur das Flugzeug, Herr Kollege Rock, sondern auch beispielsweise den öffentlichen Personennahverkehr, meine sehr verehrten Damen und Herren. Auch das gehört dazu. Wenn man sich das einmal anschaut, Stichwort intelligente Anwendung, dann gehört das auch dazu, dass man auch bei Gütern und Waren alles dafür tut, dass man Leerfahrten vermeidet. Wir unterstützen Projekte dieser Art, genauso wie gemeinsame Projekte der Hochschulen, der Forschungseinrichtungen und Unternehmen zur Lastenradverteilung. Das gehört nämlich auch dazu. Auch das Fahrrad kann eine Antwort sein, wo man bei Güterverkehr zuallererst mal nicht darauf kommt. Aber, liebe Kollegin Wissler, wenn am Ende statt 5 Sprintern mit Diesel elektrische Lastenräder die Feinverteilung auf der letzten Meile übernehmen, dann könnte das vielleicht selbst etwas sein, wo ja, da müssen Sie mal ein bisschen moderner werden. Ich lade Sie gerne mal ein, an dieser Stelle sich mal anzuschauen. Das gibt es nämlich alles schon, das findet schon statt. UPS hat das in Frankfurt in Offenbach, DHL hat das. Das heißt, sozusagen an dieser Stelle geht es darum, weil da haben Sie ja recht, das, was momentan auf der letzten Meile stattfindet, diese Ansammlung von Dieselsprintern, das ist nicht der Weisheit letzter Schluss, um es einmal ganz vorsichtig auszudrücken. Da brauchen wir neue Lösungen, meine sehr verehrten Damen und Herren. Herr Staatsminister, die Redezeit der Fraktion ist abgelaufen. Vielen Dank, Frau Präsidentin. Ich will außerdem noch sagen, weil ich diesen Antrag sehr genau gelesen habe, Herr Kollege Lenders, und mich wundere, dass Sie offensichtlich nicht wahrnehmen, was wir alles schon machen. Im Holm hat in diesem Jahr der Mobilitätskongress unter dem Motto „Wie digital wird unser Verkehr“ stattgefunden. Es gab Ende Oktober einen Start-up-Tag explizit für Start-ups aus der Logistik- und Mobilitätsbranche. Das aktuelle Start-up-Programm des Holm bindet junge Unternehmen erfolgreich in ein lokales und globales Netzwerk ein, stellt den Start-ups einen Mentor zur Seite, unterstützt sie bei der Suche nach Investoren. Und für 5 Start-ups der Mobilitäts- und Logistikbranche stellt das Holm derzeit Unterstützung zur Verfügung.
und ausdrücklich. Es geht uns auch darum, Logistik emissionsärmer zu machen, weniger umweltschädlich. Und so ganz nebenbei will ich das an dieser Stelle mal sagen. Man muss auch weiter versuchen, von der Straße auf die Schiene zu bringen. Dazu muss die Schiene aber leistungsfähiger werden, meine sehr verehrten Damen und Herren. Sonst wird uns das nicht gelingen. Und deswegen einen letzten Punkt, der mir an dieser Stelle wichtig ist. Ja, wir haben große Chancen im Logistikbereich, wir haben aber auch große Belastungen. Und ich will an dieser Stelle auch noch einmal sagen, dass Vermeidungsstrategien an dieser Stelle nicht zu unterschätzen sind. Wenn alle Welt bestellt, sozusagen im Netz, und dann auch noch teilweise inzwischen über die Hälfte von dem, was bestellt wird, wieder zurückgeschickt wird, mit allem, was so dazugehört, dann sorgt das zwar für wirtschaftliche Aktivität. Ob das am Ende allerdings sinnvoll ist, diese Frage kann man durchaus auch einmal stellen. Deswegen kurz vor Weihnachten der Appell noch einmal. Ich möchte nichts aufhalten, was nichts aufzuhalten ist. Aber am Ende des Tages ist ja vielleicht der Besuch in der Innenstadt, wo man sich genau anschaut, was man möchte, es vielleicht sogar an- oder ausprobiert und danach sicher ist, dass es das Richtige ist, vielleicht etwas, was auch eine gewisse Freude macht. Das gibt dann zwar weniger Logistikverkehr, aber vielleicht macht es trotzdem Sinn, meine sehr verehrten Damen und Herren. Was die Digitalisierung insgesamt angeht, werden wir in den nächsten Jahren weiterhin viel zu tun haben. Und ich, letzter Satz, Frau Präsidentin, würde mir dann wünschen, dass auch die Kolleginnen und Kollegen der FDP sowohl die Hessenstrategie Mobilität 2035 mal lesen oder auch die großen Anfragen, die wir ja umfangreich beantworten, dann irgendwann auch mal wahrgenommen würden. In diesem Sinne frohe Weihnachten. Vielen Dank. Ich habe keine weiteren Wortmeldungen mehr. Dann lasse ich über den Antrag der FDP 6546 aus 19 abstimmen. Wer ihm seine Zustimmung gibt, bitte das Handzeichen. Das ist die Fraktion der FDP. Gegenstimmen Fraktion der CDU, Bündnis 90 die Grünen und der Linken. Enthaltungen Fraktion der SPD. Dann ist dieser Antrag abgelehnt. Kolleginnen und Kollegen, jetzt hat auch meine letzte Stunde hier im Präsidium geschlagen. Und ich will nicht versäumen, mich bei Ihnen allen sehr herzlich für die Kooperation und die Zusammenarbeit zu bedanken. Ich könnte jetzt an Ernst Ewald Roth anknüpfen und könnte sagen, ich beende meinen Dienst und schließe die Tür vom Plenarsaal zu. Ich glaube, einige wären gar nicht so böse drum heute. Aber ich will nur die Mittagspause einläuten. Sie geht von 12.30 Uhr bis 13.30 Uhr. Und der RTA trifft sich jetzt im Anschluss in 510b. Alles Gute. Dann sage ich auch Tschüss.